Hallo, ich bin Linnea und ich habe letztes Jahr bei den Jugendbuchtagen eine Lesung mit einer Übersetzerin organisiert. Ich bin Mena, ich habe mit Johanna zusammen zwei Lesungen organisiert, eine mit einer Übersetzerin und eine inszenierte. In der altehrwürdigen Hansestadt sind die Piraten zu Hause. Ihre Beute sind Bücher. Wer sie besuchen möchte, findet sie in einem wunderschön restauriert historischen Gebäude in der Altstadt. Dort finden auch die Jugendbuchtage alljährlich statt, denen eine lange Vorbereitung vorausgeht. Wir haben einen Termin, wir haben ein Thema, jetzt brauchen wir Bücher, deswegen müssen wir die Verlage anschreiben. Man kann natürlich auch lesen, das ist natürlich das Wichtigste bei uns hier fast. Jeder muss ja seinen Erstwunsch festlegen und dann aber auch noch einen Zweit- und Drittwunsch. Das heißt, jeder muss eigentlich drei Bücher lesen. Es werden dann gut und gern 15 bis 20 gelesen, um die drei Wunschbücher herauszufinden. Dann schreibt man, wenn man einen Autoren einladen möchte, schreibt man an den Verlag und fragt an, ob der Autor oder die Autorin Zeit hat zu kommen und das gerne machen würde. Die Bücher werden auf unterschiedliche Weise auf die Bühne gebracht. Eine beliebte Variante der Präsentation ist die inszenierte Lesung. Also bei einer inszenierten Lesung muss man halt sehr viel proben. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einmal Daniel Eichinger eingeladen. Von den Profis holen sie sich wichtige Tipps für eine interessante Umsetzung. Es war sehr lustig, also er konnte das sehr gut, also man hatte das Gefühl, dass er das täglich macht und ja, ich glaube, er hat denen sehr geholfen. Natürlich tue ich das, sage ich. Ich lasse meine Stimme so hoch und atemlos klingen, wie die eines echten Blondchens. Versuch das mal. Natürlich tue ich das, sage ich. Super. Jetzt traust du dich, hässlich zu sein. Das wird total unterhalten. Und weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Und das kannst du noch verstärken? Ist das das in deinem Wenn es dann losgeht, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Stühle oben aufgebaut werden, dass alles mit der Technik funktioniert. Dann, wenn dann alles gut ist und alle Leute da sind und schon ungeduldig darauf warten, dann wird die Glocke geläutet und dann geht's los. An den Lübecker Jugendbuchtagen der Lübecker Bücherpiraten gefällt mir ganz besonders, dass Jugendliche ganz alleine ein Festival auf die Beine stellen, ganz hervorragend miteinander arbeiten und das Ganze wirklich mit in die Hand zu nehmenden analogen historischen Medien namens Büchern.